In diesem Video verteile ich einzelne Elemente in meinem Raster auf mehrere Spalten und mehrere Zeilen. Ich habe hier einen Wal auf Zeile 6 und um den separat in meinem CSS ansprechen zu können, gebe ich ihm eine Klasse While und schreibe eine zusätzliche Regel mit dem Selektor.while. Und als erstes könnte ich zum Beispiel sagen, dass es hier eine andere Hintergrundfarbe braucht, damit ich auf Anhieb sehe, wo das ist. Oder vielleicht tun wir den Wal in den Ozean. Und jetzt möchte ich, dass der Wal zwei Spalten überspannt. Als erstes öffne ich den Inspector und das tut mir hier das Fenster ein bisschen neu organisieren, weil ich hier einen Breakpoint erreicht habe bei CodePen. Aber ich versuche es. Hier ist der Wal. Und hier habe ich die CSS-Regeln. Jetzt könnte ich versuchen, hier drei Spalten einzurichten in meinen Developer-Tools. Ich klicke das nochmal an. Und in meiner dritten Spalte ist hier automatisch auch Layout aufgegangen. Und die Developer-Tools erkennen den Raster und zeigen mir hier eine Box, die ich anklicken kann. Und mit dieser Box kann ich das Analyse-Tool für den Raster einblenden. Und jetzt gibt es hier Dinge, die ich ein- und ausblenden kann. Ich kann zum Beispiel diese Line-Numbers, die wir gleich brauchen werden, die kann ich ein- und ausblenden. Oder ich kann die Farbe der Hilfslinien anders einstellen, zum Beispiel blau oder schwarz. Jetzt diese Pfeile, die zeigen immer auf die Linien außerhalb des Rasters und zwischen den Spalten und zwischen den Zeilen des Rasters. Also 1 ist die äußerste Linie, bevor die erste Spalte beginnt oder in der Vertikalen, bevor die erste Zeile beginnt, und dann geht es durch den Raster durch. Ich habe drei Spalten, das heißt eine Linie am Anfang, die zweite Linie zwischen erster und zweiter Spalte, die dritte zwischen zweiter und dritter und die vierte Linie am Ende des Rasters. Und unten siehst du eine Nummerierung mit negativen Zahlen. Da beginnt es ganz außen mit minus 1, dann minus 2, minus 3, minus 4. Das ist die umgekehrte Nummerierung. Also es gibt eine positive Nummerierung von links nach rechts und eine negative Nummerierung von rechts nach links. Dann gibt es eine positive Nummerierung von oben nach unten, 1, 2, 3, 4, 5, aber keine Minusnummerierung von unten nach oben. Und wenn ich mich nicht täusche, hat das damit zu tun, dass wir hier einen automatischen Wert für die Zeilen gewählt haben. Wenn ich stattdessen auch hier ein Template für meine Zeilen hätte, das kann ich schnell schreiben, ich brauche 4 davon, dann habe ich, man sagt, explizit einen expliziten Raster oder explizite Rasterzeilen, und jetzt kriege ich auch diese Nummerierung, weil der Browser hier eine klare Ansage hat und sich das nicht automatisch aufbaut. Also jetzt habe ich auch hier minus, minus, minus von 1 bis 5, wenn ich von unten nach oben zählen möchte. Das ist
nicht unbedingt nötig, aber wenn du diese Minuszahlen einsetzen möchtest und du wirst gleich sehen, wozu die dienen, dann kann das nützlich sein, das zu wissen, dass es einen impliziten oder einen expliziten Raster gibt, je nachdem, ob du das automatisierst oder ob du ein Template für den Raster vorgibst. Jetzt gehe ich zurück zu meinem Wal und ich möchte, dass der Wal hier auch den Igel, den Affen und den Fisch überspannt, beziehungsweise den Raum einnimmt, der jetzt durch diese drei anderen Tiere besetzt wird. Und dazu brauche ich diese Nummern. Ich schreibe in der Regel für den Wal Grid Column, also nicht Grid Columns mit einem S, sondern in der Einzahl Grid Column, und dann kann ich schreiben von wo bis wo. Es gibt verschiedene Arten, dort den Wert einzuschreiben, du kannst das gerne auch nachschlagen, aber ich persönlich finde das am nützlichsten. Ich sage, wo beginnt es, und dann einen Schrägstrich und wo es aufhört. Und jetzt beginnt es bei 2 und dann hört es bei 3 auf, und ich möchte jetzt, dass es bis zu 4 reicht. Und jetzt siehst du, dass der Wal hier 2 Zellen besetzt. Du kannst Leerzeichen zwischen diesen Werten machen oder sie zusammenziehen. Das kommt aufs selbe heraus. In CSS haben Leerzeichen, wie du weißt, keine Bedeutung. Und das Gleiche kannst du jetzt natürlich auch für die Vertikale bestimmen, beziehungsweise für die Zeilen. Grid Row. Und wenn ich dort sage, muss ich zählen gehen, wo ist das? Beginnt bei 2, das behalten wir bei 2, Schrägstrich, und dann möchte ich, dass es bis 4 geht, 2 bis 4. Und auch jetzt hat sich der Wal hier, oben links bleibt es gleich, aber er erstreckt sich jetzt über 2 Zellen. über zwei Zeilen und zwei Spalten und besetzt so das Vierfache an Platz wie die anderen lieben Tiere. Und vielleicht hast du bemerkt, dass es hier eine zusätzliche Zeile gegeben hat. Sie hat keine Höhe, weil diese Regel hier nicht mehr greift. Ich habe nur Zeilenhöhen für 4 Zeilen angegeben. Jetzt bräuchte ich hier einen weiteren Wert, und du siehst auch, dass jetzt das Minus hier nicht mehr ganz unten beginnt, sondern das Minus 1 beginnt dort bei der letzten Zeile, die ich definiert habe. Also diese Minuszahlen hier sind mit Vorsicht zu genießen, wenn du den Raster nicht vollständig durchdefiniert hast, die Spalten und die Zeilen. Aber wozu dienen denn jetzt diese Minuszahlen? Wenn ich nicht im Kopf habe, wie breit der Raster ist, dann kann ich, statt nachzuschauen, wo die letzte Spalte aufhört, statt einer 4 kann ich hier minus 1 schreiben. Minus 1 bedeutet bis an den rechten Rand. Oder wenn ich sagen würde, der Wal soll ganz am Anfang beginnen, ganz links angeschlagen bis ganz rechts, dann kann ich sagen von 1 bis minus 1. Das ist manchmal einfacher, als nachschauen zu gehen, was die genaue Spaltenzahl ist. Und auch hier könnte ich sagen 2 bis minus 1. Und jetzt überspannt der liebe Wal alle Zeilen, zumindest jene, die ich hier oben im Template definiert habe. Das sind diese Minuszahlen. Ich gehe hier wieder zurück auf Create Auto raus und setze das auf 50 Pixel. Dann muss ich mir den Kopf nicht über die Zeilenhöhe zerbrechen. Oder vielleicht etwas weniger, damit alles Platz hat. Und dann könnte ich vielleicht auch noch für ein zweites Tier
oder den Pilz so eine Regel schreiben. Grid Column. Von 1 bis 3 in diesem Fall. Und Grid Row. Da muss ich wieder klicken gehen, damit ich diese Linien sehe. In diesem Fall sagen wir von 4 bis 6. Und bevor ich das schreibe, möchte ich darauf hinweisen, dass jetzt bei 4 der DAX steht. Und der Igel. Und jetzt siehst du, dass der Pilz ebenfalls 4 Zellen überspannt, beziehungsweise beim Wal sind es 3 Spalten, beim Pilz sind es 2 Spalten. Und dass die übrigen Emoji sich neu ausrichten. Also wenn du solche Regeln schreibst, kannst du das für einzelne Elemente im Raster tun und die genau zuweisen und sagen, du musst genau dahin in den Raster und alles andere ordnet sich von selbst ein.